Neurodermitis ist eine Entzündung der Haut, eine entzündliche Erkrankung, die schubweise verläuft, meistens schon im Kindesalter beginnt, aber sich dann auch in das Erwachsenenalter fortsetzen kann. Typische Merkmale der Neurodermitis sind im Säuglingsalter gerade akute, entzündliche, gerötete, nässende Herde, oft an der Kopfhaut, am Gesicht. Später entwickeln die Kinder oft die sogenannten Beugenekzeme mit Schuppung, Rötung im Bereich der Ellenbeugen und Kniekehlen. Auch im Erwachsenenalter findet man dieses Bild. Oft kommen dann noch Handekzeme hinzu. Und ein typisches Merkmal ist auch die Vergröberung der Haut bei lang bestehenden Neurodermitisherden. Es gibt Patienten, die haben zum Beispiel vergesellschaftet Allergien auf Inhalationsallergene, andere nicht. Dann gibt es von der Lokalisation unterschiedliche Ausprägungsformen. Insgesamt kann man sicher sagen, dass jeder Patient seine Neurodermitis hat. Und das Besondere an dieser Neurodermitis ist, dass sie sowohl genetisch determiniert ist, als dass sie auch durch Umweltfaktoren beeinflusst werden kann. Dazu gehören zum Beispiel bakterielle Besiedlung, Einfluss von Hausstaubmilben, von Pollen, aber auch solche Situationen wie Stress. Insgesamt sollten Menschen mit Neurodermitis ihre Auslöser kennen und meiden. Klarheit können da auch Allergietests schaffen, die man beim Allergologen auch durchführen lassen kann. Und dann weiß der Patient auch, welche Auslöser er meiden muss. Und insofern hat er dann auch da viel mehr Klarheit. Die Therapie der Neurodermitis richtet sich eigentlich nach den Hauptsymptomen. Und dazu gehört einmal die Behandlung der trockenen Haut, zum Beispiel mit Lotionen, Cremes oder Salben, denen man noch Moisturizer, also Stoffe, die das Wasser in der Haut halten, zusetzen kann. Und der zweite wichtige Grundsatz ist die antientzündliche Therapie. Hier eignen sich Cortisonpräparate im akuten Schub oder auch cortisonfreie Präparate wie die Calcineurin-Inhibitoren. Es ist auch hilfreich, wenn die Kleidung angepasst wird. Das heißt also, Stoffe zu verwenden, zu tragen, die nicht rau sind, sondern eher so wie Seide zum Beispiel. Oder eben Kleidung mit Silberpartikeln, mit Silbertextilien darin. Und die haben eher einen kühlenden Effekt oder eben auch antibakterielle Wirkung. Es ist wichtig, dass Betroffene mit Neurodermitis oder Eltern von betroffenen Kindern Stresssituationen versuchen zu meiden. Das ist natürlich im Alltag nicht ganz einfach, aber hilfreich könnten dann eben auch Entspannungstechniken sein. Manchmal vielleicht auch psychotherapeutische Hilfen in Anspruch nehmen, ist etwas, wo man auch vielleicht lernt, Grenzen zu setzen und auch mit dem Stress besser umzugehen. Da wir wissen, dass es für die Patienten oft sehr schwierig ist, die Krankheit zu verstehen und auch die Therapie richtig anzuwenden, organisieren wir Neurodermitis-Schulungen an unserer Klinik. Betroffene oder Eltern von betroffenen Kindern können sich Informationen oder auch ein umfassendes Bild über die Neurodermitis verschaffen in den Neurodermitis-Elternschulungen von AHA, aber auch die Neurodermitis-Kinderschulungen. Das ist für Vorschulkinder ein Angebot und deren Eltern, die einfach zum Thema medizinische Grundlagen, psychologische Grundlagen, aber auch zum Thema Ernährung, zum Beispiel Nahrungsmittelallergien und Intoleranzen, auch informiert werden.